Ich habe ihn als persönlichen Talisman benutzt, als Glücksbringer und nicht als Herrn und Erretter. Ich bin Kofi Schulz. Ja, ich komme aus Berlin-Wedding, bin dort aufgewachsen. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Ghana. Ich habe mit den Fußballspielen angefangen, da war ich 4 Jahre alt. Für mich war es nicht leicht, in Berlin-Wedding aufzuwachsen. Ich wurde aufgrund meiner Hautfarbe oft schlecht behandelt. Bei Spielen wurden mir oft Schimpfwörter zugerufen, und die mich sehr verletzt hatten. Meine Mutter ist halt auch sehr gläubig, und wir sind öfters in die Kirche gegangen, meine Brüder und ich. Und wir haben uns immer eigentlich gedrückt davor. Fußball war zu dem Zeitpunkt für mich A und O, Mittelpunkt in meinem Leben. Ich habe gedacht, wenn ich Fußballprofi werde, kann ich meine Familie dadurch helfen und unterstützen. Ich habe viel gebetet, aber auch einfach nur, um Glück zu haben, auch mal ein Tor zu schießen. Also es war eher immer nur kann ich haben in meinen Gebeten. Ja, ich bin mit 15 nach England gewechselt. Ich habe alle meine Freunde verloren zu dem Zeitpunkt. Es war echt nicht leicht, alles liegen zu lassen in Berlin und in ein vollkommen fremdes Land zu ziehen. Ja, 2013 bin ich zurückgekehrt nach Deutschland, um dort meine Fußballkarriere weiterzubilden. Und ich bin dort auf einen Kollegen gestoßen. Michael hatte mich regelmäßig zu Bibelstunden eingeladen, und ich fand immer eine Ausrede, ihm zu sagen. Und irgendwann hat er mich gefragt, was ist, wenn morgen zu spät ist? Ich wusste nicht, wie ich ihn antworten sollte. Für was keine Zeit mehr? Also, ich habe all die Zeit der Welt, ich bin jung und ich bin gesund, ich spiele Fußball, ich tue das, was ich mag und kann damit meiner Familie helfen. Michael hatte mich trotzdem gefragt, ob ich zur Bibelstunde kommen würde, und ich bin auch hingegangen. In der Bibelstunde haben wir zusammen die Bibel gelesen. Die Fragen, die wir hatten über die Bibel, über einzelne Verse, die wir nicht verstanden haben, wurden uns erklärt. Dort habe ich eine Frau kennengelernt. Sie hat mich gefragt, ob ich Jesus liebe. Und ich sagte, ja, natürlich liebe ich Jesus. Und dann fragte sie mich, was ich jemals für ihn getan hatte. Und ich konnte ihm keine Antwort dafür finden, denn habe ich wirklich eigentlich nichts für ihn damals getan, sondern nur er ein Profil schlagen wollen. Ich habe ihn als persönlichen Talisman benutzt, als Glücksbringer und nicht als Herrn und Erretter. In dieser Nacht wurde Religion für mich zum wahren Glauben. Für mich ist Glaube, eine Beziehung mit Jesus Christus aufzubauen. Ich hatte gebetet und hatte all die schlechten Dinge Gott offenbart und habe gespürt, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Dass ich mein altes Leben zurückgelassen habe und ein neues begonnen habe. Mir wurde bewusst, dass der Glaube für mich an erster Stelle kommt. Und der Fußball wurde für mich zweitrangig. Und als ich den Glauben an erster Stelle hatte, hat sich mein Leben komplett verändert. Früher dachte ich, dass Erfolg heißt, dass ich ein guter Fußballer bin oder dass ich ein schönes Auto habe, ein schönes Haus. Meine Familie ist gesichert, alle meine Freunde lieben mich. Und heute weiß ich aber, dass der wahre Erfolg ein Leben mit Jesus Christus ist.